Lialua Lüle, willkommen zurück zu Firestone Isle RPG. Weiter geht's. Wie ihr seht, ich bin jetzt schon 22. Heute Morgen Level Up gehabt. Also wie gesagt, 22. Fünften Schabi noch nicht, muss ich Stage 150 verschaffen. Die haben mir einiges geändert gehabt. Man muss auch nicht mehr die 5 Plätze hier mit Gold freischalten. Man hat sie einfach. Nur hat man die Chance, kann ich euch zeigen. Die Halle der Helden. Ach, guck an, das ist auch neu. Weil ich immer hier den 5. gehabt, dann den nächsten nicht bekommen kann. War sonst da mal abgebildet. Die 4 habe ich ja. Und ebenchen hier erst ab 150. Abschnitt 150. Da sieht man, was geändert hat, ist alles schon, kann man hier sehen, wie es im Moment gibt, bis sie, Abschnitt 3050. Das ist natürlich noch eine ganze Ecke, ne? Aber kann man schon mal hier sehen, was sie für Fähigkeiten haben und so was. Wie sie zum Beispiel die Heilerin, ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt. Kann man schon im Vorfeld sehen, wann man die bekommt. Ist nicht schlecht. Wie gesagt, vorher war immer nur hier der nächste hier, na, das haben sie auch schon wieder geändert, kann man fort alle sehen. Auch nicht schlecht. Er bei 150, dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Kann man schon mal die Attribute sehen alles, ne? Wie gesagt, so, da habe ich noch gar nichts gemacht, auch noch kaum Punkte, so noch keine Charakter Level 65 jetzt, von daher kann ich schon ein bisschen erhöhen hier, Schaden ist selten zum Beispiel, aber ich könnte auch, ich bin nur 80 oder 60, also ne, ich spare lieber das Geld dafür. Taverne habe ich noch nicht gemacht heute, genau, ja, ist schon soweit. Machen wir alles wieder wie immer. Kennt er ja, ne? Hat sich auch was geändert. Wenn man jetzt einzeln macht, da kann man auch wählen, ob man jetzt ein oder fünf machen möchte auf einmal und all sowas. Also ob da ein bisschen was geändert gehabt. Und wie wieder Glück Level 1, ne, ist klar. Ich habe auch wieder ein paar Schlüssel bekommen. Staub ist sehr wichtig. Brauche ich noch ohne Ende. Ich euch auch gleich warum. Ehre, ja, warum nicht? Schlüssel, wie gesagt, habe ich auch ein paar. Ach, mein erstes Element, Erde. Ich habe natürlich noch gar kein Element, kein Artefakt. Siehst du, Licht 0, nada. Staub brauche ich hierfür. Ich bin schon auf 10 mittlerweile. Aber für die Entwicklung brauche ich 100. 273, muss noch ein bisschen warten. Weil ich möchte natürlich ihm schon wieder haben, ne, weil er hat seinen Gold, Buff hat. Hat die halt nicht, ne. Wird mir die auch nicht schlecht alle als Mutwert und so weiter, natürlich, ne, aber er ist wichtiger wegen Gold. Aber muss ich noch ein bisschen warten, fehlt noch ein bisschen Staub, bringen wir auch schon hin. Bibliothek, können wir auch mal kurz reingucken, erst natürlich noch ein Baum, ist klar, ne. Den kann ich noch nicht machen, weil kostet 1000 betreten, muss ich mal warten. Das sehen wir jetzt hier, da habe ich auch schon fertig, mache ich hier Gesundheit der Gegner. Bosse habe ich schon gemacht auf 6. Geht mir nicht höher. Da geht nicht höher als 1. Ist so, von Anfang an. Ja, jetzt mache ich hier ein bisschen, nicht da gerade dran. Hier habe ich auch schon ein bisschen gemacht, habe auch schon den zweiten Platz freigeschaltet mit 1500, glaube ich, Meteoriten. Geht einfach nicht schneller. Einfach schneller. Das ist das. Ich habe eine eigene Gilde gegründet. Ich wollte erst in eine andere rein, aber alle jeweils nur ein Mitglied drin und alles was. Ich habe mal eine wollte ich in eine rein, aber kam nichts rüber. Ne? Deswegen habe ich eine eigene gegründet. Noch Gilde 1, 0 Punkte. Wie die Punkte hochgehen, weiß ich. Muss ich mir mal erkundigen. Das weiß ich gar nicht so genau. Ja, natürlich ab 0, wenn jemand rein möchte, ich bin auf Server 1, glaube ich. Meine Gilde ist Mondsucht, ist eine alte Gilde noch von Rappelzeiten, ist schon Jahre her. Haben einfach die jetzt genommen. Lebensbaum, nicht ein Punkt reingesetzt, 0, alles nichts, weil ich heb mir die auf. Auch die hebe ich mir auf. Ja, genau, die hebe ich mir auf, genau. Ich kann doch eigentlich doch für die Gilde, kann ich auch die Punkte reinsetzen, ne? Weil die gehen ja über die Gilden-Expeditionen. Nur persönlich darf ich nichts machen, weil die Punkte gehen ja nachher in die Panzer. Richtig? Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob das so richtig ist, ne? Also für die Gilde selber kann ich die Punkte, glaube ich, verteilen. Es dürfte gehen, aber hier ist nichts für die Gruppe, ne? Nein.
Durch die Gilde allgemein. Okay. Für die Kameradschaft selber ist ja nichts dabei, ne? Aber ich kann auch für die Gilde, kann ich doch den Baum ruhig leveln, ne? Ist ruhig skillen. Richtig? Aber ich gehe auch den Level dann der Gilde hoch, ne? Nur halt persönlich halt mache ich nichts wegen den Punkten. Explosionsabzeichen, glaube ich, heißen die, ne? Für den Panzer mache ich natürlich keine Punkte. Wäre Kameradschaft, aber lasse ich. Aber für Gilde kann ich auch die Punkte verteilen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es so richtig ist. Ich habe noch keine Punkte, ihr seht, noch kann nichts verteilt hier. Kristall natürlich auch erst ab Charakter Level 50 und Gilde Level 5. Kann ich auch noch nichts machen. Eigentlich ist klar, ich bin schon ein bisschen drin hier, die 7860. Dann ich allein natürlich nur, ne? Expedition mache ich immer. Deswegen habe ich auch eine eigene Gilde gegründet. Und einfach noch ein bisschen schneller geht. Dann habe ich die Expeditionsabzeichen hier, ne? Ja, genau. Das sind die für die Gilde, ne? Gildenmünzen, genau. Die kann ich ruhig verteilen. Eigentlich. Wie gesagt, ja, hier bin ich immer dran, meine natürlich ne, die Sachen, klar. Geldstab geht, das mit der Spielzeit geht natürlich auch noch nicht, weil ich noch nicht Charakter Level 50 bin, beziehungsweise Gilden Level 5, wenn ich habe. Ich bin auch noch nicht in den Arkankristall. Das dazu. Da habe ich alles jetzt soweit gesehen. Das kommt alles erst später hier. Charakter Level 30. In den Panzern erst bei 50. Ebenchen bei 120 sogar erst. Und hier natürlich mit den Panzern dementsprechend auch noch nicht, weil er ja 50 braucht, um mehr Panzer erstmal abzuhaben, ist klar. Da ist wieder was. Achso, wegen der Taverne, ja genau. Drei Truhen können wir schon mal machen. Hat sich auch was getan. Bei was ein bisschen was geändert immer nur natürlich, ne? Hier, kann jetzt aussuchen, ob man eine. Den oder alle öffnen möchte. Auch nur drei. Machen wir nur drei. Gehen jetzt auch alle automatisch raus. Vorher muss man immer drücken. Ist nicht mehr. Und auch hier, neue Gegenstand, selten ist gerade erhöht, Duplikat. Ist auch neu. Haben sie was geändert? Auch grafisch ein bisschen jetzt hier, wenn man die Truhe öffnet, der war auch bei nicht gewesen. Hier ist Wackeln und so, ne? Ist alles neu. Ah, ist natürlich sehr gut. Da. Gehen wir da wieder hin und hier ist wieder für Gold. Und auch Meteoriten, habe ich auch automatisch ein bisschen. Ja genau. Meteoriten, 68 Meteoriten, genau, 60. Ja. Das ist mein Stand. Hier war natürlich auch weiter. Klar. Bin fast auf 2. Fast. Auch noch ein bisschen. Aber auch da bin ich dran. Und hier ist auch neue Rangliste. Ist aber nur meine, ne? Vorschau wieder, ja, wäre hier, bald, wenn ich 200 habe, Leutnant. Das war ja auch nicht gewesen. Verfügbare Missionen, 8, Ehreffekt, Trupps, 2 Trupps dann. Effekt plus 1%, das ist natürlich nicht alle viel, aber kommt ja alles nach und nach, ne? Ja, wir sehen natürlich, vielleicht bleibt mir dran. Auch danke für eure Kommentare. Ich mache natürlich weiter, bis zum bitteren Ende. Ich habe jetzt auch mal den Steam-Account ein bisschen besser, natürlich das Passwort geändert, auch ein bisschen besser geschützt jetzt. Also ich wusste, dass die da auch diese zwei Stufen Authentifizierung haben. Schweres Wort. Über Handy halt. Ne? Wenn ich jetzt bei Steam einlogge, muss ich Code ankriegen über Handy, über die App, Code, muss ich eingeben, dann bin ich jetzt freigeschaltet. Habe ich natürlich auch jetzt hier gemacht. War vorher zu Anfang nicht gewesen. Das ist hier auch neu. Golden Pass. Den werde ich wohl aktivieren. Kostet glaube ich 5 Euro im Monat. Ne? Ja, oder 1500 Diamanten habe ich ja nicht. Oder halt 5 Euro. Um einzelartige Belohnung freizuschalten, werde ich wohl demnächst machen die Tage. Aber mal gucken, abwarten. Belohnung. Ja, könnte ich alles mitnehmen, wenn ich jetzt einen Pass hätte. Aber mit Meteoriten. Hier ist schon einiges, was man da bekommen kann. Einiges. Ja. Deswegen werde ich wohl den Pass machen. Werde ich wohl holen. Also gibt, ne, wie lange? 8 bis 30, ja, oh, ja, okay. Aber weiß noch nicht genau, ob ich es mache, wahrscheinlich ja, mal sehen. Hier kann man sehen, was dann alles noch kommt, ne, wie Wildmünzen, Kartenmissionen abschließen, 20 Truhen öffnen, also sehr gescherzt halt, ne. Ist auch neu. Ah, mit Riten, ja. Mach mal hier erstmal wieder weiter. So, da kann man die Truhen machen. Die auch wieder hier wöchentlich gibt es auch wieder, ne?
Ich will nicht alles machen, alles noch nicht, aber fast alles. Ich muss natürlich immer alles so machen, ist klar. So, verbessern. Ja. Also natürlich schon ein bisschen gelevelt jetzt hier. Sehen Sie ja auch schon, bin ich jetzt 103 aktuell. 104 wird noch zu hart, noch zu schwer, dauert zu lange, bis sie down sind. Was meine ich auch neu ist, jetzt zeige ich da auch oben an, weil ich eine Freundin hatte, Freundin Stark, die Erzfreundin Berserker. Weil er mit seinem Schuss gerade, oder haben sie auch grafisch zumindest ein bisschen was geändert gehabt. Also vorher war es nicht so prägnant, nicht so direkt da. Ja, sieht jetzt schön aus, ne? Diese leuchtende Pfeile und sowas, ne? Das haben auch. Die scheinen noch was an dem Spiel zu machen, aber mal gucken. Aber wie gesagt, Kamerad, bin ich auch irgendwo mal reingegangen. Null. Bin auch schon bei einigen wahrscheinlich wieder raus. Oder zwei inaktiv hier, wie auch immer, keine Ahnung. Ich warte da, bis ihr was sagt. Bin mit der Gilde. Kann ich eigentlich leveln? Kein Thema, weil es gibt ja nichts für den Panzer, ne? Aber schreibt mal bitte. Deswegen habe ich noch keine Punkte verteilt, nichts gemacht. Null, na dann, jetzt da. Ja, sonst, ja, Gruppe. Vorher muss man, wie gesagt, die 5 Plätze freischalten, also mit Gold, die anderen 4, braucht man nicht mehr. Anführer kann man auch wieder frei wählen, aber der Talia soll schon sehr, sehr gut sein, als Anführerin auch. Deswegen lasse ich die auch drin, bleibt bis zum Ende drin, als Anführerin auch, ne. Ja, sie muss ich natürlich noch ändern dann, brauche ich noch ein bisschen Staub für, wäre noch nicht genug, ne. 17 Staubfilter jetzt nur noch. Ich wahrscheinlich heute noch zusammen, habe ich den Drache wieder zusammen. So, es war glaube ich auch schon alles gewesen. Ich überlege noch mal kurz. Habe ich alles gesehen, alles gezeigt. Also wie das Gilde habe ich eine eigene gegründet. Achso, Server müsste 1 sein. Moonglen 1, genau. Wenn ihr da einen Char habt oder neu anfangen möchtet, in meine Gilde möchtet, ne? Schreibt mich an, kommt natürlich sofort rein, klar, kein Thema. Wie gesagt, Moonglen, Server 1. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch wieder für heute. Dann sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge von Fast and Idle RPG. Dahin, schöne Dö.